Daniel von Tablet.de und heute geht es um einen Vergleich zwischen dem Samsung Galaxy S2, dem Bestseller unter den Android-Smartphones im Jahr 2011 und um den heißen Konkurrenten von HTC für dieses Jahr, nämlich um das One S. Und heute möchte ich beide miteinander vergleichen. Beide haben ein 4,3 Zoll Display, beide haben einen Dual-Core-Prozessor. Aber gehen wir erstmal um die Geräte herum. Vorne, wie gesagt, 4,3 Zoll. Beide haben eine Frontkamera, hier 2 Megapixel. Hier leider nur VGA-Auflösung, also relativ schwach. Wir haben hier die Android-Soft-Buttons. Und wenn man hier rumgeht, man sieht, die beiden sind von der Dicke her ungefähr ebenbürtig, wobei beim HTC One S dieser Buckel hier natürlich nicht gegeben ist und das fühlt sich dadurch ein bisschen besser an. Dann, was man auch sieht, das HTC One S ist einen ganz kleinen Tick höher, zwar so einen halben Zentimeter etwa. Macht das Gerät lang, obwohl das Display im Grunde gleich groß ist. Ansonsten, Anschlüsse sind die gleichen, fast, denn wenn man hier die Klappe aufmacht, sieht man nur einen Micro-SIM-Karten-Slot und nichts weiteres. Man kann nämlich den Speicher nicht erweitern, man ist also auf die 12 GB, die zur Verfügung stehen, angewiesen. Man erhält zwar bei Dropbox.com, einem Cloud-Speicherdienst, noch weitere 23 GB, aber die sind halt wirklich nur online nutzbar. Ja, auf der Rückseite sieht man die verwendeten Materialien, ich mach's mal aus, ganz gut. Wir haben hier beim Samsung Galaxy S2 vollständig ein Gehäuse aus Plastik. Dieses Plastik ist sehr elastisch, man sieht es ja hier, und hat hier so eine geschriffelte Struktur und es fühlt sich dadurch etwas griffiger an als das HTC One S, dadurch, dass es hier ein bisschen so geschriffelt ist. Ansonsten, es ist halt eben nicht sehr wertig verarbeitet, es ist eben nur Plastik, aber dieses Plastik ist halt wirklich sehr, sehr fest. Und es macht das Gerät sehr, sehr leicht. Beim HTC One S haben wir hier ein Aluminium-Unibody-Gehäuse. Das heißt, dieser ganze Rahmen hier und die Rückseite bestehen aus einem Stück Aluminium. Und dieses Aluminium wurde besonders behandelt und soll genauso widerstandsfähig sein wie Keramik. Und man sieht hier auch, die Farbe wechselt hier so ein bisschen. Und zwar ist es hier unten dunkler als hier oben. Und hier oben haben wir noch die zwei Plastikelemente, die übrigens sehr, sehr gut verarbeitet sind. Es ist alles bombenfest, fühlt sich wirklich sehr, sehr gut an. Bleiben wir hinten bei der Kamera, und zwar beide haben eine 8-Megapixel-Kamera mit einem LED-Blitz. Beide machen gute Fotos, wobei das HTC One S mir dort besser gefällt. Könnt ihr nämlich, wenn man die Kamera reinzieht, ist man sofort da und kann Fotos schießen. Und zwar sehr, sehr schnell, aber auch, wenn man die Taste gedrückt hält, man hat es gehört, es macht bis zu 20 Fotos wirklich blitzschnell hintereinander und kann sich das Beste am Ende aussuchen. Und praktisch ist übrigens auch, ich rufe mal hier die Kamera auf, dass man hier zum einen Filter verwenden kann, die dann auch gleich auf das Live-Bild angepasst werden. Oder auch, man muss hier beim Samsung Galaxy S2 hin und her switchen zwischen Kamera- und Videomodus und hier drückt man einfach auf den entsprechenden Button. Das hat HTC wirklich sehr, sehr gut gelöst. Beide Geräte laufen unter Ice Cream Sandwich mittlerweile und wir sehen hier vorne das Display und da ist auch schon ein Unterschied, nämlich 4,3 Zoll haben beide. Hier ist es allerdings WVGA-Auflösung, das heißt, wir haben hier 800x480 Pixel und hier haben wir 960x540.
klingt erstmal nach mehr, ist es auch. Man sieht zum Beispiel, geht man hier auf verschiedene Apps, hier wird es deutlich größer dargestellt. Man sieht, es füllt den ganzen Raum aus. Hier ist es halt deutlich kleiner und feiner aufgelöst. Allerdings, wenn man genauer hinschaut, dann merkt man, dass hier ein Pentile-Display verbaut ist. Das ist nämlich nur ein einfaches AMOLED-Display. Das ist hier ein Super AMOLED Plus-Display. Und dadurch wirken ja Schriftzüge nicht ganz so scharf. Das ist ein bisschen schade, aber das Display geht wirklich in Ordnung. Kann mit dem Samsung Galaxy S2 meiner Meinung nach aber nicht ganz mitziehen. Ansonsten, hier haben wir TouchWiz vorinstalliert, hier haben wir Sense 4.0, was mir übrigens deutlich besser gefällt. Man hat hier zum Beispiel Musik-Widgets und kann zum Beispiel auf Musik von einer NAS zugreifen. Oder wenn man in die Musik-App geht, hat man hier eine Auswahl zwischen verschiedenen Musik-Apps. Zum Beispiel Radio oder RDO, Soundhound und so weiter. Das hat man bei Samsung nicht. Und ansonsten, die ganze Bedienung ist wirklich super flüssig auf dem HTC. Und wenn man sich die Leistungsdaten mal anschaut, wir haben bei beiden 1 GB Arbeitsspeicher. Und dadurch sind beide Geräte sehr, sehr schnell. Apps laufen wirklich sehr, sehr schnell an. Also man sieht, beide sind ungefähr gleich, allerdings haben wir beim HTC einen 1,5 GHz Dual-Core Qualcomm S4 Prozessor. Der ist wirklich einen Tick schneller und gehört zu der neuen Generation. Und beim Samsung Exynos haben wir 1,2 GHz, auch Dual-Core, allerdings nicht ganz so flott und nicht ganz so neu wie beim HTC One S. Preislich haben wir das Samsung bei etwa 400 Euro, das HTC One S liegt knapp unterhalb der 500 Euro Marke, wird aber auf jeden Fall noch günstiger werden. Und was kann ich wem empfehlen? Also das Samsung Galaxy S2 gibt es seit knapp einem Jahr und das hat mir sehr, sehr gute Dienste geleistet. Ich kann also sagen, ich kann mich wirklich immer darauf verlassen. Der Akku hält bei beiden etwa gleich lang. Es ist halt eben aus Plastik und damit nicht so ganz wertvoll verarbeitet. Das muss man zugeben. Beim HTC One S hat man den Eindruck, dass das Gerät wirklich für die Ewigkeit hält, eben durch dieses tolle Aluminiumgehäuse. Die Kamera-App hat mir hier besser gefallen. Auch Sense macht deutlich mehr Spaß und man muss einfach zugeben, der Prozessor ist einfach der neuere. Ja, die Hardware ist einfach die neuere und die bessere hier. Wer etwas günstiger wegkommen möchte, dafür aber mit Plastik leben kann und der unbedingt eine Speichererweiterung durch MicroSD-Karten braucht, der sollte zum Samsung Galaxy S2 greifen. Wer allerdings das neuere und das deutlich wertigere Gerät haben möchte und mit 16 GB eingebauten Speichern leben kann, der ist mit dem HTC One S deutlich besser bedient. Das war ein Vergleichsvideo zwischen dem Samsung Galaxy S2 und dem HTC One S. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin Daniel von Tablet.de und vielen Dank fürs Zusehen.